Hallo und hallo zur zweiten Folge des Season 1 von mir, Booming. Und so, letztes Mal habe ich das Haus ein bisschen gebaut. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal hier weiter. Und dann würde ich sagen, tue ich auch schon ein bisschen in die Mine gehen nachher, wenn das Haus fertig ist. Er wird jetzt kein Meisterhaus bauen. Einfach ein bisschen was Anständigeres, wo ich nicht gleich von allen Menschen angegriffen werden kann. Wollte ich natürlich noch ein bisschen verändern später. Habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt. Und ja. Also, es ist gerade irgendwie 12:30 oder so, wenn ich das aufnehme. Ich gehe nämlich in Urlaub und ja, das heißt, es wird wahrscheinlich für ein paar Tage jetzt nichts mehr rauskommen. Und deswegen habe ich es jetzt gleich aufgenommen. So. Neuer Snapshot oder neue Bildversion ist nicht rausgekommen. Hab schon geschaut, ich schau täglich. Weil man hofft natürlich. Und ja, ich habe gesehen, das Video von mir hatte einige Views. Das erste. Und ich habe es ja auf Google Plus geteilt, mein erstes Video, und ja, war noch ein bisschen Birkenholz, so, hier in die Richtung war das, glaube ich, das nur, so. Gut, da hinten sind Birken. Die will ich sie natürlich holen. Und ja. Der Monsterkämpfe würde ich jetzt vorerst wahrscheinlich nicht machen. Bin ich jetzt nicht so geil drauf. Ja, nachher, wenn ich einen Eisenbuschpanzer habe, schaue ich schon mal vorbei bei den Münsterchen. Münsterchen. Kann schon mal sein, wenn eins vorbeischaut. So, hallo, ich wollte noch kurz abgeschlachtet werden. Dann wollen wir den Wunsch natürlich nicht verweigern, das ist klar, aber so wie zum Beispiel ein Creeper. Und so. Gut, das wird nachher der letzte Baum sein da hinten. Komm, genau. So. Und dann geht's. Da müsste ich alles haben. Vielleicht Sand. Komm. So. Wenn ich einen Server gefunden habe, irgendwie, weiß nicht, Lifeboat Survival Games für die 0.12, werde ich das auch spielen. Tu es auch so manchmal spielen, aber jetzt geht's nicht mehr wegen der 0.12, von dem her kann ich es auch nicht hochladen. Ah, Clay. Wollte eigentlich kein Clay, ich wollte Sand.
finde es ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Ich könnte auch mal so Sachen wie Jump'n'Run bringen, aber ich finde alleine ist das ein bisschen langweilig. Und ich habe so ein paar Sachen gesehen. Zum einen mal ein Bug, dass man seine eigenen Welten sieht, als wäre das ein Multiplayer. Und da wird jetzt eine IP-Adresse angezeigt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich so ist. Ich vermute mal, dass es dafür ist, dass man einfach über verschiedene WLAN spielen kann. Ich werde das ausprobieren. Mit meiner Freundin. Die will es auch ausprobieren. Könnten wir gemeinsam spielen. Und vielleicht, wenn es klappt, mache ich vielleicht auch mit euch zusammen Bauprojekte. Irgendwie, ja, was man halt bauen kann. Könnten wir zum Beispiel eine Abstimmung machen. Okay, gut, was würdet ihr gerne bauen? Oder wir könnten ganz sagen, okay, jeder darf bauen, was er will. Also, weiß nicht, ob das jetzt geht. Es kommt nachher drauf an, was es für Möglichkeiten gibt. Ja, wenn das so ist, dann können, glaube ich, immer 5 Leute da drauf. Und ja. Von dem her. Also, ihr könnt natürlich so einen Server nachher auch machen, so einen Pseudo-Server. Das ist ganz einfach. Muss bloß schauen, was die IP ist. Und dann kann man die eingeben und wenn man nachher in der Welt ist, dann sieht es halt aus, als wäre das ein aktueller Server, solange es auf derselben Version ist. Und ja. So, da hinten hatte ich da irgendwo eine Steingrube. Das heißt, ich brauche jetzt noch ein bisschen was. Ich will Holzkohle machen. Für Fackeln. Ich glaube, im Ofen müsste noch Fleisch liegen. Ja. Dann tue ich das jetzt mal raus. Ich schaue gerade mal, so, tue ich mal hier rein und hier. 17 Sand, das kann ich noch schmelzen nachher. Das heißt, das schmelzt sie nachher. Aber gar nicht alles raus tun, okay. Gut. Spitzhacke auch noch verheizen, brauche ich nicht. Kommt raus. So, dann mache ich jetzt gleich am Ofen, am Boden weiter, bis es durchgeschmolzen ist. Ich vermute mal, dass es jetzt auch ein Bug ist. Ja, irgendwie kann man jetzt mit der Schaufel total schnell was abbauen. Ja. Erde meine ich jetzt. Und ja. So. Dann würde ich fast behaupten, wir sind jetzt sogar recht gut ausgerüstet. Gut, das Leder tue ich noch rein. Das kann jetzt im Moment gerade noch nichts mit anfangen. Sonst schmeiße ich jetzt einfach auch eine eigene Mine auf. Nur meine neue. Also ich habe meine Minen ungern im Haus drin, weil, ja, wegen Zombies und so. Von dem her ist eine nicht so beliebte Lösung für mich. Und ja, zuerst mal würde ich jetzt nicht in die Höhle gehen. Einfach weil ich auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe geht im Spiel. Normal hätte ich jetzt nicht Angst vor ein paar Monstern, aber in dem Fall bin ich da
Habe jetzt keinen so Bock drauf. Geil, der ich mal Gravel. Ich schaue jetzt gerade auf die Uhr. 10 Minuten schon. Schön, dass ich eine Schaufel dabei habe. So. Dann. Ich schätze, dann würde ich wahrscheinlich in der Mine auch die Folge irgendwann dann mal abbrechen. Ich würde mich natürlich verabschieden und so. Also meine Folgen kommen normal, sollen sie jetzt alle 2 Tage rauskommen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen blöd mit dem Urlaub her, aber ja, sollen von 15 bis 20 Minuten ungefähr gehen und ja. Sagen, ich bin kein Freund von Gravel. Mir ist schon mal passiert, dass ich einen Dia-Erz gefunden habe, Diamant-Erz, und es waren nachher bloß eins, also ich glaube, normal muss man mindestens 3 finden, und es war, weil es vom Gravel abgeschirmt ist, oder halt nachher abbrochen. Die Ader. Und nachher war halt nichts mehr da. War ein bisschen ärgerlich. Ich finde, sowas sollte nicht möglich sein in Minecraft. Müsste man mal Mojang anschreiben, dass es bitte schön ändert. Nee, aber. Nee, muss ehrlich gesagt sagen, Minecraft ist so wie es ist. Klar. Ist nicht alles so, wie man es will. Aber es wäre auch saumäßig einfach, wenn alles so wäre. Von dem her habe ich da jetzt eigentlich kein so ein Problem mit. Und ja. Ich weiß nicht, vor der inoffiziellen Version von der 0.12 gab's Monster total oft in Gruppierungen und viele vor allem. Und die haben ordentlich Schaden gemacht. Das ist selbst auf der härtesten Schwierigkeitsstufe jetzt in Minecraft nicht so. Als ich die Build 1 ausprobiert habe, haben wir gedacht, ich glaube ich spinne, weil einfach so wenig Monster waren. Das heißt, für die jetzt Pocket Edition 0.11 noch spielen. Zur Info, es ist nur ein Link da. Im ersten Video. Wollte ich auch verlinken noch zum ersten Video. Da kann man Tester werden. Das ist zu einer Google Plus Community. Und das ist halt diese Tester Community. Das ist ja, da bekommt man dann halt legal immer die neueste Version und ich finde es ehrlich gesagt ganz nützlich. Es kostet nichts und ja. Ich bekomme jetzt dafür nichts, dass ich das sage, also das ist meine Meinung, so wie das ist und ja. Ich kann es euch nur ans Herz legen, sowas, weil. Warum habe ich eine Holzhacke gemacht? Ich glaube, das war mal wieder das gute alte Crafting-Knopf spammen. So. Die Kohle hier. Wie viel habe ich denn? 34. Heide Sturgert. So, wir sind bei 14 Minuten. Ich habe immer so Angst, dass ich die Folge einfach mache und vergesse, wann es zu Ende ist. So. Ich würde sagen, mein Tablet jammert nach Strom. Komm, geh weg. Will nicht. Gut.
Ich. So. Gut, ich denke, ich gehe jetzt mal wieder hoch. Oh, das ist übrigens auch ein Bug von der Version. Oh, es ist Nacht. Ich glaube, ich bleibe in der Mine. Das hat nämlich zwei Vorteile, in der Mine jetzt zu sein. Zum einen, da jetzt Nacht ist, können überall in der Welt Monster spawnen. Das heißt, unter Tage sind es wahrscheinlich nicht so viel, weil die ja überall spawnen können. Vielleicht kennt ihr ja Sky Factory. Das ist so ein Minecraft-Projekt. Der Rest dann ist es mir jetzt egal. Und da haben sie eine Mobfalle gebaut. Da sollten sie halt natürlich spawnen. Und da halt alles ausgeleuchtet war und es eben ein Projekt ist, wo man auf einem Baum spawnt und sonst nichts gibt, sind die halt total viel gespawnt und so ist es jetzt eben auch ein bisschen. Ist einfach gut, ich bin am Bedrock. Ja, ist einfach so. Bei Nacht spawnen unter Tage weniger Monster. Hier, Mann, heißen. So. Er wird mir jetzt nicht am Bedrock rumkratzen, sondern ich würde auf Höhe 11 gehen oder 12 oder irgendwie sowas in der Art halt. Die Höhe natürlich. Und dann, ja. Und es ist 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wäre jetzt so peinlich, wenn ich mich verzählt hätte. Ja. Also, zur Info, wie das jetzt zählt. Die höchste Höhe, wo Bedrock spawnen kann, ist 4. Und deswegen habe ich mit 4 angefangen. Und dann kam 5 und dann kam 6 und dann, ja. Gut, ich bringe jetzt euch nichts zählen bei. Das könnt ihr selber lernen. das. Wo ist eigentlich mein Crafting Table hin? Wo ist mein Crafting Table hin? Gut. Dann darf ich den jetzt auch gleich mal suchen. So, Sticks brauche ich. Und dann Steinspitz. Hacke. So. Gut. So, ich bin jetzt auch bei 18 Minuten. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Und bitte abonnieren. Und tschüss.